Bildbeschreibung B1. Auf dem Prüfungsbogen ist ein Bild. Es zeigt eine Situation, die Sie aus Ihrem Leben in Deutschland kennen. Mögliche Themen können sein: Hochzeiten, Schule oder Kindergarten, Verkehr, Arbeit, Wohnen und so weiter. Die beiden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen bekommen unterschiedliche Bilder, aber zu einem gemeinsamen Thema. In Teil A sollen Sie kurz berichten, was Sie auf dem Foto sehen. In Teil B sprechen Sie dann über die Situation auf dem Bild, also das Thema. Auch hier spricht jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer allein, circa 2 Minuten. Erst danach fragt sie die Prüferin oder die Prüfer noch etwas zum Thema. Nur ein paar Tipps. Sammeln Sie mögliche Themen zum Leben in Deutschland. Suchen Sie dafür typische Fotos. Sprechen Sie im Kurs über die Themen. In dieser Aufgabe sollen Sie auch Deutschland und Ihr Heimatland miteinander vergleichen. Beispiel: Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie Ihrer Gesprächspartnerin, Ihrem Gesprächspartner kurz. Was sehen Sie auf dem Foto? Was für eine Situation zeigt dieses Bild? Sprechen Sie jetzt über das Thema. Wie ist das in Ihrem Land? Erzählen Sie. Auf dem Foto sehe ich 3 Kinder. Sie spielen vor einem Haus in einer kleinen Straße. Es gibt keine Autos. Das ist nicht normal für Deutschland. Hier gibt es viele Autos und die Kinder können normalerweise nicht auf der Straße spielen. Das ist zu gefährlich. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz, manchmal auch in der Schule oder zu Hause. Frankfurt ist eine große Stadt. Da können die Kinder nicht auf der Straße spielen. Auch wegen der Nachbarn. Man muss leise sein. Vielleicht spielen die Kinder hier in Deutschland auf der Straße, wenn sie in einer kleinen Stadt wohnen. Das gibt es bei mir zu Hause. In einem Dorf sind die Kinder im Sommer den ganzen Tag draußen. Hier in Deutschland ist das schwierig, glaube ich. Hier spielen gar nicht viele Kinder draußen. Viele Kinder spielen auch lieber am Computer oder gucken Fernsehen. Jetzt stellt der Prüfer noch 1 oder 2 Fragen. Beispiel: Prüferin fragt, wie ist das bei Ihnen zu Hause? Sitzen die Kinder da auch viel vor dem Computer? Teilnehmer A: Das kommt darauf an. In den großen Städten haben die Leute mehr Geld, da haben die Kinder auch Computer. Auf dem Dorf ist das anderes. Prüferin fragt: Finden Sie das gut, dass die Kinder so viel am Computer spielen? Teilnehmer A: Ich weiß nicht. Es gibt Spiele, die gefallen mir auch gut. Aber es ist nicht gut, wenn sie zu Hause viel am Computer sind. Die Kinder von meinem Bruder zum Beispiel spielen auch gern mit Freunden. Das ist auch wichtig. Wenn Sie die Fragen der Prüferin, des Prüfers oder auch Ihrer Partnerin, Ihres Partners nicht verstehen, fragen Sie nach. Es macht nichts, wenn Sie einmal etwas nicht genau verstehen.